Oh mein Gott. Ich drehe ab. Und ich habe jetzt hier heute jedenfalls The Tasty Christmas Hamper Collection. Und das ist so unfassbar süß. Ihr müsst euch das angucken. Hey, meine Lieben. Natürlich gibt es ein neues Unboxing-Video, aber diesmal kein Adventskalender, aber es hat trotzdem auch was mit Weihnachten zu tun. Ihr seht das hinten schon und ich freue mich extrem, denn Revolution bringt jedes Jahr zu Weihnachten und in der Vorweihnachtszeit halt einfach natürlich den Adventskalender raus. Den habe ich euch auch schon gezeigt, den verlinke ich euch natürlich in der Infobox, aber ich liebe Revolution und alles, was damit zu tun hat. Und die haben jedenfalls dann immer diese Geschenksets, mal größere, mal kleinere. Und ich bin, also letztes Jahr hatten die ja so eine Fridge und ja allgemein so eine Nahrungsmittel Limited Edition und davon musste ich auch mir diese zwei Geschenksets holen und jetzt gibt es dieses Jahr auch wieder natürlich viele und ich habe jetzt hier heute jedenfalls The Tasty Christmas Hamper Collection und das ist so unfassbar süß. Ihr müsst euch das angucken. Ich habe es jetzt extra bestellt bei Rossmann. Ihr kriegt das natürlich auch bei Revolution direkt oder bei Boozy Shop. Wenn es das bei Cosmetic for Less gibt, dann werde ich euch das auch nochmal verlinken. Ansonsten verlinke ich euch das von Rossmann, aber es ist so schön. Ich habe jetzt nicht auf einen Rabatt gewartet, aber Revolution ist ja bei Rossmann gerade auch ganz oft reduziert. Also wenn es da online irgendwie, ja, 20% gibt zum Beispiel, dann holt euch dann auf jeden Fall dieses Geschenkset. Es ist so unfassbar süß. Oh, ich grüße mal heute die liebe Sari, die auch immer so süß meine Revolution-Sammlungsvideos guckt und allgemein selber auch sammelt. Und ja, schau dir das jetzt unbedingt an, wenn du das siehst. Und genau, also ihr habt gerade schon gehört, ich habe hier jetzt dieses Banderole-Dingsbums oder wie das heißt, gelöst und möchte das jetzt auspacken. Das ist so süß. Sieht irgendwie aus, ja, wie ein Korbmuster natürlich irgendwie. Hier und wie so ein Köfferchen. Das ist einfach so, ah Gott, und dann macht man das halt auf. Hier, ich hoffe hier. Nee, ist die andere Seite. Kannst du aufgehen? Okay, es ist eine ganz normale Box. Was bist du denn, Junge? Hä, bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Der Mal ist kaputt. Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott, ja, es ist so süß. Schaut mal, also ich habe es jetzt endlich. Man kann es so aufmachen. I Heart Revolution steht dann da. Dann ist hier so, oh mein Gott, ich kann schon was sehen. Es ist so unfassbar süß. Ach so, genau, ganz liebe Grüße auch noch an die liebe, 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 liebe Maureen. Maureen. Genau, das ist ein ausländischer Kanal aus, ich meine, den Niederlanden und sie liebt auch Revolution und sie kommuniziert ganz oft mit mir. Sie hat halt auch gerade mit YouTube angefangen und sie macht ganz viel von Revolution. Also ganz, ganz, ganz tolle Looks auch. Schaut da bitte gerne mal vorbei, auch wenn ihr kein Wort versteht. Man versteht es irgendwie schon, weil sie natürlich auch Englische und auch so ein bisschen, ja, das hört sich eben auch manchmal Deutsch an, deswegen schaut da gerne mal vorbei. Sie wird sich bestimmt super freuen, sie ist super süß und super lieb und sie hat, ja, also bei ihr habe ich das Ding quasi gesehen und ja, musste dann einfach auch nachshoppen. Ich meine, sie hat das sogar auch geunboxed, also bla, ihr seht jetzt hier. Es ist ganz viel Papier um drauf. Oh mein Gott, es ist so schön und es riecht so gut. Einfach, es riecht irgendwie nach Plastik, aber es riecht gerade irgendwie einfach gut. So, oh mein Gott, mein Herz, ehrlich. Das ist auch ganz süß, das ist ja alles so ein bisschen fixiert. Oh mein Gott, ich drehe ab. So, also los geht es hier mit so einem kleinen Sponge. Der fühlt sich auch richtig, richtig, richtig weich an. Also ich könnte mir vorstellen, wenn der jetzt erstmal nass ist und dann nochmal so ein bisschen aufgeht, dass er dann auch wirklich eine gute Qualität zum Einarbeiten hat. Kann man ja eigentlich auch immer gebrauchen. So, und dann löse ich jetzt hier mal das eine Paketband und dann haben wir hier eine Badebombe als Lebkuchenmann. Kann man jetzt nicht so viel durchriechen, aber er sieht natürlich ultra süß aus. Ich muss sagen, ah gut, ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, aber ich habe dafür jetzt halt 42 Euro bezahlt. Das ist schon nicht gerade wenig. Man kriegt auch einiges dafür, muss man auch sagen, aber reduziert sind diese Bundles doch immer schon ein bisschen schöner. So, hier habe ich jetzt Tasty Cranberry Jelly und das ist so süß. Also die Sachen, die hier drin sind, gibt es auch nur exklusiv in diesem Bundle. Das ist so süß. Und was ist das? Also manchmal sind es Lidschattenpaletten, manchmal auch, ja hier, das ist jetzt wahrscheinlich eher Highlighter. Interessante Highlighter. Okay, also so sehen die Farben in der Palette aus. Und dann swatche ich die hier einmal. Also schon etwas besonderere Töne, aber auch was eben für wärmere Töne und etwas für kühlere Töne. Und ich meine, wenn man das jetzt hier nur so ein bisschen verstreicht, dann ist das auch nicht ganz so krass. Aber ich finde sie trotzdem beide super schön. Habe ich auch noch gar nicht sowas in der Art. Und alleine diese. Alleine wegen der Verpackung, die müsst ihr da hinten eigentlich, ihr müsstet da eigentlich alles voller ja, Chocolate-Paletten sehen oder Tasty-Paletten. Aber die super, super, super süß. So, und dann haben wir hier ein Spray, glaube ich, ja, Make-up-Fixing-Spray. Das ist auch ganz lustig, in dem vom letzten Jahr, das muss ich euch mal zeigen.
Wo habe ich die? So, also das waren auch zum Beispiel zwei aus diesen Geschenksets. Da habe ich hier einmal Strawberry Milk, also wie gesagt aus dem letzten Jahr. Das war auch ein bisschen größer. Und hier nochmal Chocolate Milk. Und die riechen original wie Müllermilch. Es ist total lustig. Und oh Gott, da kriege ich gerade richtig Bock auf Müllermilch. Auf jeden Fall haben wir diesmal Cranberry und ja, Make-up Fixing Spray. Wir wollen einmal dran riechen. Ja, es riecht natürlich nach... nach Beeren und ist ja auch natürlich ordentlich Alkohol drin. In diesen Dingern sind eigentlich immer Alkohol drin. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes Must-Have, finde ich. Und was das hier ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auch das sieht mega interessant aus. Oh, ich dachte gerade, es ist ausgelaufen, aber es ist einfach nur kalt. Und zwar ist das Bath Cream Almond. Also so ein Mandel-Duschcreme-Kram. Ich hatte das jetzt gesehen, dass das dabei ist, aber ich wusste nicht, was das ist. Aber ist das nicht süß? Gott, Kinder, echt. Oh, das ist sogar richtig zu. Ich könnte es direkt, echt. Da kriege ich gleich direkt. Ich habe sowieso im Moment mega Bock immer auf einfach nur pure Milch. Und jetzt das macht es natürlich nicht gerade besser. So. Oh Mann, jetzt habe ich es kaputt gemacht. So, also das kann aber jetzt so zwischendrin auf jeden Fall weg. Das brauche ich nicht. Und oh mein Gott, da unten sind so süße Sachen. Passt auf. Es ist wirklich... Oh mein Gott. Also hier ist einmal ein Lipgloss. Ein Cherry Lipgloss, glaube ich. Oder nee, auch ein Cranberry Lipgloss. Okay. So, das ist ziemlich dunkel, ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite, aber alleine wegen des Designs bin ich ganz froh, dass es jetzt dabei war. Und ich finde das auch wirklich ganz süß. Und ja, kann ich jetzt sonst auch gar nicht so viel zu sagen, aber der hier ist süß. Da sind Lebkuchenmännchen drauf und auch so Sternchen hier. Oder vielleicht sind es auch einfach Plätzchen, ich weiß nicht. Aber das scheint eine etwas nudigere, dunkle Farbe zu sein. Versuchen wir mal direkt. Ja, ja, das gefällt mir. Es ist ein bisschen... satter als meine Lippenfarbe, aber auch nicht zu aufdringlich. Ich mache mal so komisch, wenn ich mir Lippenstift auftrage, so mehr, keine Ahnung. Gut, hoffen wir, dass es nicht auf die Zähne kriecht jetzt. Und jetzt kommen die Highlights und das sind zwei Paletten. Und auch die sind exklusiv nur hier drin. Ich glaube, die sind aber alle, also alle Sachen sind nur exklusiv hier drin. Und oh mein Gott, hier, sorry, dass ich so abgehe, aber ich liebe dieses Zeug. Guckt euch das nur an, das ist einfach der Hammer. Hier ist Lebkuchenmännchen und das ist auch alles so 3D, du kannst es richtig anfassen. Hier ist es richtig so ein bisschen erhoben, wie das immer so bei den Tasty-Paletten ist. Und ich bin so froh, dass ich das jetzt in meiner Sammlung habe. Das macht mich richtig glücklich, ne? Ja, ja, die Zusammensetzung hier, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man solche Bundles kauft. Viele der Paletten sind richtig toll abgestimmt und bei manchen weiß man nicht so ganz genau. Das hier ist jetzt aber eigentlich doch auch schon abgestimmt. Das ist mal wieder was für neutrale Töne dabei sind, aber auch... ein paar Töne dabei, die super schön und super außergewöhnlich sind. Und das ist einfach... ich muss die leider anfassen. Sonst fasse ich sowas immer nicht so gerne an. Hier mal die Grüntöne. Meistens lasse ich sie dann so unangetastet. Aber ihr wollt ja vielleicht auch wissen, wie die so sind. Hier habe ich jetzt ein paar. Habe ich da was? Nee, da ist gar nichts. Ja, genau. Also bei den Tasty-Paletten ist es immer so, dass ihr eigentlich nie ins Klo greift. Die Qualität ist eigentlich immer insane irgendwie. Also wirklich schön. Und genau, aber es sind auch mal... Sachen dabei, die dann nicht so hundertprozentig sind, aber auf der anderen Seite kosten die Paletten dann auch nicht die Welt. Aber jetzt das hier, das ist echt so, es ist so süß, einfach heftig, genau, die hier. Die steht der anderen nichts nach, ein Pumpkin Pie, heftig süß. Die haben jetzt übrigens sowieso auch nochmal so eine Kürbis Limited Edition rausgebracht. Ich glaube, da muss ich leider auch nochmal zuschlagen. Und oh, die ist aber richtig schön, die passt auch richtig gut dazu. Oh Gott, Hilfe. Wirklich richtig, richtig schön. Die heißt natürlich Pumpkin Pie und die hier heißt Gingerbread. Meine Sammlung. Sie wächst und wächst und irgendwann habe ich keinen Platz mehr. Aber es ist so schön. Ja, ihr Süßen, also das war der, wie heißt du nochmal? Du warst der The Taste Christmas Hamper Collection. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das auszupacken. Bitte schreibt mir doch mal, wollt ihr öfter solche Unboxings sehen, wenn meine Lieblings-Make-up-Brand wieder was auf den Markt haut, was einfach nur zum Dahinschmelzen süß ist. Genau. Also wie gesagt, kauft es euch lieber im Angebot. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Dinger schnell weg sind. Obwohl das jetzt so in den letzten Jahren eigentlich immer eher nicht so der Fall war, dass die super schnell mega doll ausverkauft waren. Ich glaube, selbst das Set von letzten Jahr, das war so ein kleiner Kühlschrank, gibt es, glaube ich, auch immer noch reduziert bei Rossmann auf jeden Fall. Also wenn ihr das haben wollt, dann greift zu, aber wartet auf Rabatte. Genau. So, ihr Süßen, das war's mit diesem Video. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ja. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut!